Wenn Far Cry 7 in 2 Spiele aufgeteilt wird und 12 Minuten Gameplay zum Horizon Multiplayer durchsickern, dann ist es Zeit für einen Besuch in der PC Games Gerüchteküche. Hier checken wir jede Woche das neueste Gerede der Gaming-Branche und schauen, ist da wirklich was durchgesickert? Ist das mit Vorsicht zu genießen? Oder ist das einfach nur grober Quatsch? Lasst uns gerne ein Abo da, so seid ihr auch nächste Woche Dienstag direkt wieder mit dabei. Diese Woche starten wir mal wieder mit Ubisoft. Und wer da jetzt vielleicht ein Déjà-vu von letzter Woche hat, ja sorry, aber Ubisoft hat nicht nur einen Datenleck, da ist offenbar ein ganzes Rohr geplatzt. Diesmal geht's um Far Cry, denn es ist jetzt bekannt geworden, wie es da wohl weitergehen wird. Und zwar nicht nur mit einem Spiel. Ubisoft muss ranklotzen, denn um den Konzern steht es aktuell nicht sonderlich gut. Keine AAA-Titel im letzten Jahr und die Spiele, die kamen, haben sich auch nicht gut geschlagen. Es muss also was passieren, damit Ubisoft nicht völlig untergeht und komplett zum Abschuss freigegeben wird für eventuelle Übernahmen. Und das tut es wohl, denn obwohl die Verkaufszahlen von Far Cry 6 laut Ubisoft eher enttäuschend waren, wird die Marke nicht zurechtgestutzt. Im Gegenteil, sie wird stark ausgebaut. Anstatt nur einen Nachfolger, kommt nämlich wohl zusätzlich noch ein Multiplayer-Ableger. Aber fangen wir mal mit dem nächsten Hauptteil an. Far Cry 7 soll schon gut unterwegs sein und entsteht wohl aktuell bei Ubisoft Montreal. Die haben auch schon die vorherigen Teile gemacht. Mit einer Veröffentlichung rechnet man aber erst 2025. Thematisch ist noch nicht so viel bekannt, außer dass es wohl in Alaska spielt. Man geht also wieder zurück in die USA. Das gleiche Szenario scheint man auch für den Multiplayer gewählt zu haben. Offenbar sollte der nämlich Teil von Far Cry 7 sein, wurde dann aber als das eigenständige Project Maverick abgespalten. Geplant ist hier ein Multiplayer-Design nach dem neuen Zauberwort der Gaming-Branche, Escape from Tarkov. Man ist also wohl auf einer großen Karte von Alaska unterwegs, muss dort Aufträge erledigen und Loot einsammeln. Dabei gilt aber Vorsicht, denn neben Computergegnern sind auch andere Spieler unterwegs. Und stirbt man, verliert man auch die Ausrüstung, die man mit dabei hatte. Auch Heartland, Ubisofts Free-to-Play-Ableger von The Division, setzt wohl auf eine ähnliche Mechanik. Da wir uns noch früh in der Entwicklung befinden, wie gesagt, plant man aktuell für 2025, kann sich natürlich auch noch viel ändern. Genießt diese Infos also mit einer guten Portion Vorsicht. In dieser Woche heißen wir auch mal wieder einen alten Bekannten in der Gerüchteküche willkommen, nämlich Elden Ring. Zuletzt hatten wir über das Meisterwerk von From Software gesprochen, als Dataminer Hinweise über die Arenen gefunden haben. Die sind ja mittlerweile Realität geworden. Aber ein Thema treibt die Fans dann doch noch weiter um, und zwar die Gerüchte um die geplante Erweiterung. Dass da eine kommen wird, ist relativ klar, wenn auch noch nicht offiziell. Aber gerade erst im Zuge der Game Awards, als Elden Ring das Game of the Year abgeräumt hat, hat From Software noch verschwörerisch angedeutet, dass man ja noch nicht fertig mit dem Spiel ist. Und auch Bandai Namco hat in einer E-Mail letztens Neuigkeiten rund um Elden Ring angekündigt. Jetzt kommt Lance McDonald um die Ecke. Er ist ein bekannter Leaker, wenn es um From Software geht, so war er beispielsweise einer der Dataminer, die das Arena-Update geleakt haben. Doch scheint er wohl auch direkte Kontakte zum Entwicklerstudio zu haben, denn auf Discord gab er sich recht freizügig. Seinen Aussagen nach ist eine riesige Erweiterung zu Elden Ring geplant. Die würde zwar nicht wirklich neue Gameplay-Mechaniken einfügen, aber dennoch sehr umfangreich ausfallen. Vermutlich werden wir also ein neues großes Gebiet erkunden dürfen. Nach mittlerweile einem Jahr und mehr Entwicklungszeit lässt sich From Software auch eine Menge Zeit für einen DLC, was ebenfalls auf ein großes Paket hindeutet. Hier ist zwar auch noch nichts offiziell, aber zumindest, dass wir eine Erweiterung für Elden Ring bekommen, ist wohl relativ klar. Trotzdem ist eine gewisse Portion Vorsicht nie verkehrt. Weiter geht's mit Starfield. Das Megaprojekt von Bethesda ist in den letzten Zügen und jetzt ist offenbar ein Release-Datum rausgerutscht. Eigentlich sollte das Ding ja bereits im November 2022 rauskommen. Daraus wurde allerdings nichts und Bethesda schob das Ding aufs erste Halbjahr 2023. Seitdem kommen immer mal ein paar Infohäppchen, aber ein großer Showcase und ein neues Release-Datum stehen nach wie vor aus. Zumindest bis jetzt, denn beim Keyhändler cdkeys.com ist ein Datum aufgetaucht.
der 23. März 2023, also in knapp 2 Monaten. Das ist auch ein vergleichsweise genaues Datum, daher sind die Fans natürlich aufmerksam geworden. Aber das scheint sich wohl nicht zu bewahrheiten. Hier kommt der bekannte Xbox-Insider Jess Corden ins Spiel. Der hat zu diesem Datum mal seine Quellen bei Microsoft befragt, die sich sehr klar dagegen aussprechen. Hier scheint es sich also doch nur um ein Platzhalterdatum zu handeln. Tatsächlich sieht es nämlich sogar so aus, dass sich Starfield doch nochmal in die zweite Jahreshälfte verschiebt. Laut Jess Cordens Quellen ist das Spiel seit kurzem erst in einem Zustand, dass man es von vorn bis hinten durchspielen kann. Das Bugfixing ist natürlich bereits in vollem Gange, aber gerade durch die Größe der Spielwelt mit tausenden Planeten, die man alle bereisen kann, ist das Polishing natürlich eine Mammutaufgabe, die viel Zeit benötigt. Dadurch ist das Release-Datum auch bei Microsoft noch nicht fest in Stein gemeißelt. Wie lang man schlussendlich dafür braucht, das will man aber wohl bis März zumindest raushaben. Angeblich steht im März nämlich dann endlich das lang ersehnte Starfield-Event an. Bis dahin steht das Release-Datum also weiter in der Schwebe und das bei cdkeys.com angezeigte ist damit wohl ein Fake. Für alle Freunde des Horizon-Universums gibt's diese Woche auch einen ganz besonderen Leckerbissen. Wir haben nämlich erste Ausschnitte aus dem Horizon-Multiplayer-Projekt. Schon vor einiger Zeit kamen Gerüchte und Infos, dass Sony sein Horizon-Universum erweitert nach Forbidden West. So kommt er jetzt im Februar gleich ein VR-Ableger für die PSVR 2. Außerdem gibt's wohl Ideen für eine Art MMO im gleichen Universum und dann gibt's noch Gerüchte über einen Monster Hunter-artigen Multiplayer, in dem man dann eben Robos jagt. Der ist auch tatsächlich wohl echt, denn auf Reddit sind 12 Minuten an Gameplay aufgetaucht, die einen ganz frühen Stand eben jenes Multiplayer-Projekts zeigen. Zu sehen ist eine rudimentäre Siedlung plus etwas Umland. Der Spieler im Video schaltet verschiedene Charaktere durch, die man steuern kann. Außerdem erkennt man eine stärker stilisierte Grafik, als es bei Horizon Forbidden West der Fall ist. Das Ganze basiert aber wohl auf dem Grundgerüst von Forbidden West. In einer Szene sieht man beispielsweise im Menü sogar den Namen des Hauptspiels. Außerdem ist sehr gut erkennbar, dass es sich hier um extrem frühes Material handelt, das wohl nur als sogenannter Proof of Concept erstellt wurde. Laut den Gerüchten sind die Aufnahmen 2 bis 3 Jahre alt. Wenn das Projekt also grünes Licht bekommen hat, wird sich wohl schon sehr viel verändert haben. Wann wir davon vielleicht mal offizielles Material sehen, ist natürlich nicht klar. Hier müssen wir auf Sony warten. Aber dieser Leak zeigt dennoch, das Horizon Multiplayer Projekt ist tatsächlich real. Für passionierte Echtzeitstrategen wird 2023 wohl ebenfalls ein Jahr zum Feiern. Schließlich kommt mit Tempest Rising ein geistiger Nachfolger zu Command & Conquer, der jetzt offenbar in eine Beta startet. Letztes Jahr durften wir während der Gamescom zum ersten Mal Hand ans Spiel legen. Schon damals hielt man sich eher zurück, was das Release-Datum angeht. Diese Einstellung zieht man auch bis heute durch. Nur 2023 steht als grobe Orientierung im Raum. Aber scheinbar peilt THQ Nordic langsam eine erste Beta für das Spiel an, in der einige Auserwählte das Spiel schon mal Probe zocken dürfen. Da geht's wohl vorrangig um das Balancing im Multiplayer. Denn im offiziellen Discord von THQ ruft man Spieler dazu auf, an einer Beta zu einem Multiplayer-Echtzeitstrategiespiel teilzunehmen. Meldet man sich dort an, kommt man automatisch zu einem kleinen Fragebogen. Unter anderem wird da dann gefragt, ob man denn schon andere Strategiespiele gespielt hat, wie zum Beispiel Command & Conquer. Das ist natürlich noch keine Bestätigung, aber es ist relativ eindeutig, für was man hier wohl Leute zum Beta-Testen sucht. Scheinbar ist das Spiel schon so weit, dass 2023 sehr sicher gehalten wird. Eventuell kommt hier sogar schon was im ersten Halbjahr, da es gerade beim Release aber noch größere Unsicherheiten gibt. Genießt die Info mit Vorsicht. Und zum Schluss haben wir auch noch was für alle Fans von The Last of Us. Da soll es nämlich jetzt einen Crossover zu Dead by Daylight geben. Die neue Serie zu The Last of Us sorgt ja gerade für Begeisterungsstürme und alle warten gespannt auf die nächste Folge. Sogar Staffel 2 ist schon gesichert, wie HBO letztens verkündete. Bei uns in Deutschland läuft die Serie übrigens bei Sky. Das Thema Last of Us ist also gerade wieder im Fokus und da kommen die Entwickler von Dead by Daylight ins Spiel. Das Horror-Multiplayer-Spiel ist ja ein Dauerbrenner bei vielen Spielern und wird regelmäßig mit neuem Inhalt erweitert. Dazu gehören auch Crossover mit bekannten Franchises aus Filmen und Serien. So gab es natürlich Koops mit Halloween, mit dem Texas Chainsaw Massacre, aber auch mit Stranger Things. Und jetzt soll wohl The Last of Us dazukommen. Sagen zumindest einige Fans, die meinen, ganz genau hingeschaut zu haben. So postete der Twitter-Account von Dead by Daylight vor kurzem das Bild eines Hasen. Und dieser Hase sieht dem aus Last of Us Part 1 ziemlich ähnlich. Ihr erinnert euch. That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life.
Das interpretiert man jetzt als Indiz, dass man wohl ein Crossover mit Last of Us erwarten sollte. Denken sie zumindest. Denn hier hauen wir mal wieder die Bremsklötze rein. Denn was diese Leute bei dem Hasenbild mal geflissentlich ignorieren, ist China. Denn beim chinesischen Mondneujahr ist man jetzt ins Jahr des Hasen gestartet und viele Spieleentwickler sind damit auf den Zug aufgesprungen, so auch die Macher von Dead by Daylight. Dort gingen nämlich jetzt zahlreiche Skins zum Jahr des Hasen online. Und das Bild vom Hasen, das ist auch nicht neu, denn das ist einfach nur ein Screenshot, der aus einer Cutscene des Spiels kommt. Das ist zwar kein Beweis, dass niemals ein Crossover mit Last of Us kommt, die aktuellen Gerüchte dazu sind aber sehr eindeutig fake. Und das waren die Leaks und Fakes für diese Woche. Far Cry, Horizon oder Elden Ring? Was fandet ihr diese Woche am spannendsten? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Lasst uns auch gerne ein Like und ein Abo da, das unterstützt uns. Und für mehr Infos zu euren Lieblingsspielen, checkt pcgames.de.